Ab heute eine neue Serie zum Thema Führungsstile nach Levin. Das wird einmal bei der Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt in der allgemeinen BWL unterrichtet. Zusätzlich war es noch ein Thema bei mir im Schwerpunkt Personalwirtschaft, also kann durchaus für deine Weiterbildung interessant sein. Da werde ich dann alle 2 Wochen einen Teil zum Thema Führungsstile online stellen. Die anderen Wochen gibt es dann wieder allgemeine Themen zum staatlich geprüften Betriebswirt. Und heute geht es erstmal einen groben Überblick, was gibt es denn allgemein für Führungsstile? Das sind der autoritäre, der demokratische und der Laissez-faire-Führungsstil. Werde ich nochmal so einen kleinen Überblick geben. Und in den folgenden Wochen gehe ich dann nochmal detailliert auf die einzelnen Führungsstile ein. Neben den dreien gibt es dann noch den situativen Führungsstil, der die Vorteile von den entsprechenden Führungen wirklich in sich vereint. Und zum Schluss gibt es nochmal so einen Überblick zu dem Kurt Lewin, der diese Führungsstile entwickelt hat. Und da gebe ich dir mal ein paar Rahmendaten zu seinem Leben, zu seiner Forschung und warum diese Führungsstile auch heute noch verwendet werden und warum das wirklich sinnvoll ist, das zu machen. Ja, viel Spaß in dieser Serie. Welche Führungsstile gibt es? Also das sind erstmal die drei grundsätzlichen, der autoritäre, der demokratische und der Laissez-faire-Führungsstil. Haben alle bestimmte Vor- und Nachteile. Und aus diesen leitet sich dann der situative Führungsstil ab, der je nachdem nach Situation, nach Mitarbeiter, Qualifikation, wie auch immer verwendet wird. Und die Grenzen zwischen diesen drei Führungsstilen sind erstmal grundsätzlich fließend. Trotzdem kann man immer wieder Tendenzen rausarbeiten und da kann man eben sehen, wie verfahren wird. Das Ganze richtet sich auch sehr stark nach der Persönlichkeit des entsprechenden Vorgesetzten. Ich habe eine andere Playlist zum Thema Charakterisierung von Lehrern und natürlich auch in Menschen im Allgemeinen, wo es 4 grundsätzliche Charaktertypen gibt. Den Link auf die Playlist findest du unterhalb dieses Videos im Kommentarfenster. Und was noch den Führungsstil beeinflusst, ist natürlich definitiv die Unternehmenskultur. Vom Management werden bestimmte Werte vorgegeben, die gelebt werden müssen. Ist klar, ist ganz wichtig. Und das sind natürlich auch wiederum Führungspersonen, wo denen ihre Persönlichkeit mit einspielt. Aber ich sag mal, ans untere und mittlere Management können da bestimmte Vorgaben weitergegeben werden, wie in bestimmten Situationen zu verfahren ist. Ja, ansonsten ist da die Personalentwicklung gefordert, dass man wirklich erkennt, welcher, ich sag mal, noch Mitarbeiter hat das Potenzial zur Führungskraft und kann da ein bestimmter Führungsstil umgesetzt werden. Und da ist es, wie gesagt, an der Personalentwicklung, die sozialen Kompetenzen von Vorgesetzten wirklich zu erkennen, ob die auch in der Lage sind, die Führungsstile, die vom Management vorgegeben werden, durchzusetzen. Welche Folgen kann ein richtiger Führungsstil haben? Also wenn Mitarbeiter wirklich so geführt werden, wie es sein sollte, dann sind sie erstens mal zufrieden. Es entsteht eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Dadurch eine geringe Fluktuation und durch zufriedene Mitarbeiter werden natürlich auch gute Produkte oder Dienstleistungen hergestellt. Die Kunden sind zufrieden und somit ist wirtschaftlicher Erfolg auch direkt eine Folge von einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist klar. Ja, dann kann man auch noch wirklich Kosten sparen. Wie gesagt, nehmen wir an, die Mitarbeiter sind zufrieden, dann werden die natürlich im Unternehmen bleiben. Ein unzufriedener Mitarbeiter verlässt das Unternehmen und die Kosten, die dadurch entstehen, sind natürlich erstens mal die Stellenausschreibungen, die bezahlt werden müssen. Wenn man die im Internet veröffentlicht, dann kann das wirklich Geld kosten. Die Stelle ist einige Zeit lang unbesetzt und gerade im Vertrieb zum Beispiel fehlen dadurch Umsätze. Also das ist dann wiederum das Gegenteil, dass dem Unternehmen wirklich Geld durch die Lappen geht, einfach weil Positionen nicht besetzt sind, aus Folge der Mitarbeiterunzufriedenheit. Und wenn jemand schon mal einen Kollegen oder eine Kollegin eingearbeitet hat, dann weiß der eben, dass das richtig viel Arbeit sein kann. Das kann durchaus 3 bis 6 Monate dauern. Durch die Belastung kann man selbst keine 100% Leistung bringen, sondern muss sich natürlich um die Kollegen kümmern. Und die neu einzuarbeitenden Kollegen werden zwar voll bezahlt, können aber noch keine volle Leistung bringen. Und deswegen kann man sagen, so eine Mitarbeiterunzufriedenheit und die entstehende Fluktuation kann sehr, sehr teuer für das Unternehmen werden. Mal ganz davon ab, ist es natürlich so, dass ein Unternehmen auch immer einen bestimmten Ruf im Markt hat. Und wenn viele Mitarbeiter sagen, sie sind unzufrieden, da gibt es ja zum Beispiel entsprechende Bewertungsplattformen im Internet und die lesen das, dann wird das im Zweifel auch gute Mitarbeiter mal davon abhalten, wirklich zu dem Unternehmen zu kommen, sich da zu bewerben. Deswegen hohe Mitarbeiterzufriedenheit ist sehr, sehr wichtig und hier sind entsprechend die Führungskräfte gefordert.
So, wie versprochen, jetzt erstmal die drei grundsätzlichen Führungsstile. Fangen wir mit dem autoritären Führungsstil an. Also da ist es so, der Vorgesetzte entscheidet komplett alleine. Er sagt, das und das ist zu tun, Mitarbeiter A, du machst das, Mitarbeiter B, du machst das, Mitarbeiter C, du machst das. Das wird auch ganz stringent verfolgt und streng vom Vorgesetzten kontrolliert. Wenn der Mitarbeiter von der Arbeit her abweicht, dann gibt es Ärger, eine Abmahnung oder eine Zurechtweisung. Und die Vorteile liegen darin, dass man so zumindest kurzfristig die Arbeitsqualität steigern kann. Ist ja klar, wenn der Mitarbeiter weiß, meine Arbeit wird sowieso strengstens kontrolliert, es hat gar keinen Sinn, dass ich das nachlässig mache, dann wird er von vornherein die Arbeit wirklich ordentlich machen, schon im eigenen Interesse. Und im Gegenzug gibt es natürlich auch bestimmte Nachteile. Also einmal sind die Mitarbeiter extrem stark eingeschränkt, können keine eigenen Entscheidungen, keine eigene Kreativität in die Arbeit mit einfließen lassen. Und das kann natürlich zu einer Unzufriedenheit führen. Und letztendlich können Mitarbeiter wirklich das Unternehmen verlassen, einfach wenn sie sagen, nee, tut mir leid, also wenn ich jetzt hier nur irgendwelche Arbeit mache, die mich nicht fordert, wo ich keinen Spaß dran habe, damit werde ich mich keine 40 Stunden die Woche beschäftigen. Und da muss ich sagen, geht mir persönlich auch so. Also ich mag diesen Führungsstil überhaupt nicht, aber trotzdem dadurch, dass der seine Daseinsberechtigung hat, stelle ich den natürlich hier vor. Ja, dann können wir gleich übergehen zu dem von mir bevorzugten Führungsstil, der demokratische Führungsstil. Hier entscheiden die Mitarbeiter mit, die Mitarbeiter und die Vorgesetzten stehen wirklich auf Augenhöhe. Jeder kann seine Arbeit mit seine Meinung mit einfließen lassen. Und so kann man auch gewährleisten, dass insgesamt eine sehr gute Arbeitsqualität gewährleistet wird, was ein Vorteil von dieser Methode ist. Der Nachteil ist natürlich, wenn alle ein gleiches Stimmrecht haben, jeder kann sein Veto einlegen, dann dauert es natürlich sehr, sehr lange, bis da mal ein Arbeitsergebnis zustande kommt. Die Qualität ist in der Regel gut bis sehr gut, keine Frage. Aber es dauert eben. Und dann kommen wir jetzt zum letzten, zu dem Laissez-faire-Führungsstil. Da ist es so, dass die Vorgesetzten an die Mitarbeiter nur ein zu erreichendes Ziel vorgeben. Die sagen also, Mitarbeiter, du stehst hier, hier ist unser Ziel. Wie du das erreichst, ist deine Sache, kümmere dich drum. Und dazu gibt es von einem Manager, der ein Vertreter dieses Führungsstils war, zwei Zitate. Erstens, sag Menschen nicht, wie sie etwas zu tun haben, sondern was sie zu tun haben. Und du wirst begeistert sein über ihre Kreativität. Und das zweite wäre, verdoppel den Entscheidungsspielraum deiner Mitarbeiter und du verdoppelst ihre Intelligenz. Kann man mal drüber nachdenken. Ich denke, da ist sehr viel Wahrheit dran. Und deswegen hat der Laissez-faire-Führungsstil auch durchaus seine Daseinsberechtigung. Ja, was sind die Vorteile? Also erstens mal, es ist was für Mitarbeiter aus der Kreativabteilung. Jemand, der sich absolut mit seiner Arbeit identifiziert und einfach das bestmögliche Arbeitsergebnis anstreben will. Das ist zum Beispiel auch im Vertrieb so. Wenn man provisionsorientiert arbeitet, klar, dann will man die Kunden einfach zufriedenstellen, weil man dadurch natürlich die Provision bekommt. Und deswegen braucht man halt in der Regel nicht so unbedingt kontrolliert zu werden. Es hat allerdings auch Nachteile. Also dieser Führungsstil kann wirklich ausgenutzt werden. Vielleicht hat man eine Abteilung mit 100 Mitarbeitern und dann sind einfach 10 da drin, die ihre Arbeit trotzdem nachlässig machen, die nicht so richtig viel machen. Und darunter kann dann auch die Arbeitsqualität leiden. Trotzdem ein sehr interessanter Ansatz für einen Führungsstil und da kann man mal drüber nachdenken. Ja, der vierte im Bunde wäre der situative Führungsstil. Und da ist es so, der kombiniert einfach die Vorteile der drei grundsätzlichen Führungsstile und dann sagt man, okay, ich habe eine bestimmte Situation, jetzt muss ich autoritär sein, kooperativ oder kann auch laissez-faire vorgeben, je nachdem, was gerade passt. Und der weitere Vorteil davon ist natürlich, dass ich auf den Mitarbeiter selbst eingehen kann. Es gibt Menschen, die brauchen eine strenge Führung. Das ist so. Und wenn der Vorgesetzte feststellt, okay, der Mitarbeiter ist so, dann kann er den autoritär führen, vielleicht will derjenige das natürlich auch, und sagt einfach, gut, mach die Arbeit. Und bei anderen Charaktertypen von Menschen ist das natürlich genauso. Und deswegen hat sich der situative Führungsstil in Unternehmen auch weitgehend durchgesetzt. Einfach, dass der Vorgesetzte entscheidet, je nach Sachlage und nach Persönlichkeit von seinen Mitarbeitern, was er jetzt für einen Führungsstil anwendet. Gibt es denn den einen oder den anderen Führungsstil? Meiner Meinung nach ist das nicht so. Es gibt aus gutem Grund diese drei grundsätzlichen Führungsstile und dann eben auch noch den situativen Führungsstil. Und ich persönlich bin ein Freund des kooperativen Führungsstils, verwende ich sehr, sehr gerne. Für diesen Führungsstil brauchst du allerdings Profis.
Du musst eben Mitarbeiter um dich herum haben, die genauso interessiert sind am guten Endergebnis wie du und dass man seine Zeit nicht mehr dafür verschwendet, dass man Ergebnisse kontrollieren muss, sondern dass wirklich alle an einem Strang ziehen. Wie gesagt, ist von mir absolut bevorzugt. Das heißt aber nicht, dass ich in bestimmten Situationen nicht auch auf den einen oder anderen Führungsstil ausweichen würde, wenn es einfach nicht anders geht. Und deswegen haben die eben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Und wenn du mal Vorgesetzter bist, vielleicht auch als Teamleiter bei der Erstellung der Projektarbeit, kannst du ja mal durchprobieren, welcher Führungsstil wie funktioniert. Auch wenn du den autoritären Führungsstil verwendest, solltest du nicht so herrisch werden, sondern nach Möglichkeit sollte man eben den Klassenkameraden viel Freiheiten geben und dann denke ich, kommt ihr auch zum vernünftigen Ergebnis. Ja, wie gesagt, das war jetzt der erste Teil zum Thema Führungsstile, ganz grober Überblick. Und in den folgenden Teilen gehe ich dann nochmal ein auf den autoritären, demokratischen, kooperativen und situativen Führungsstil. Da gibt es dann nochmal Videos von ungefähr 10 Minuten Länge zu jedem einzelnen Thema und da gehe ich dann nochmal ganz detailliert drauf ein. Würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Wer meinen Kanal abonnieren will, kann das natürlich gern tun. Und bis zum nächsten Mal.